Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. So, wir gehen zurück, wir porten uns zurück, wir gehen Bericht erstatten. So. Jawohl, ja. Sehr, sehr gut. Wir haben die Railroad ausgeschaltet, von denen gibt es keine mehr. So, jetzt werden wir dann wohl hoffentlich bald das Institut angreifen dürfen. So, damit wir das Ganze nochmal von vorne laden können und uns eben statt der Bruderschaft dem Institut anschließen können. So. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung. Ja, ja. Wissen wir schon. So. So. Der war jetzt oben, ne? Oder? Nein, der war jetzt unten. Ich Idiot. Ah, ich bin so doof. Der war unten. Unten ist das Maschinendingens. Also das Fliegen dürfen steuern. Achtung! Beachten Sie das sämtliche gefundenen Dokument. Ja, ja. Da redet er gerade, ne? Ich bin einfach nur doof. Nur doof. Geht nix? Nur doof. Hallo. Servus. Auftrag ausgeführt. Zweimal sogar. Sieht aus, als wäre die Railroad jetzt keine Gefahr mehr für unseren Einsatz. Nope. Railroad Hauptquartier. Befolge Befehlen. Sie haben es verdient. Bedauern. Railroad Hauptquartier. Der Standort hat keinen taktischen Wert. Also schicken wir einfach einen kleinen Trupp dorthin für den Fall, dass Nachzügler dorthin zurückkehren. Ich bin ebenfalls bestürzt darüber, dass du nicht in der Lage warst, Pam für die Bruderschaft zu sichern. Sie war ein erstaunliches Stück Vorkriegstechnologie und hätte uns wohl eine Menge Vorteile gebracht. Wo wir gerade von Vorkriegstechnologie sie sprechen, ging nicht zum Hacken. Porto Ingram für die letzten Arbeiten an Liberty Prime durch und braucht auf dem Hauptgerüst deine Hilfe. Ich gratuliere zu einer weiteren erfolgreichen Mission, Paladin. Ad Victoriam. Ja, tu mich auch. So, und dann haben wir noch eine Quest. Hast du Virgil erledigt? Yep. Virgil? Er ist keine Gefahr. Er ist tot. Ich habe mich um ihn gekümmert. Er ist tot. Ausgezeichnet. Gut gemacht, Paladin. Für deine Dienste möchte ich dir einen neuen Helm für deine Powerrüstung geben. Trag ihn mit Stolz. Ja, in Müll nur mein Inventar zu. Ach. T60, Helm des Visionärs. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. No, okay. Du hast dir meinen Respekt verdient, Paladin. Das schaffen nur wenige. Weiter so. Ad Victoriam. Amen. So. Ja. Gut, dann nichts mehr raus hier. So. Ja, vielleicht können wir ja schon gegen die Bruderschaft kämpfen. Das wäre echt super, wenn wir das in diesem Part hier schon schaffen würden. Ja. Jawohl, gleichfalls. So. Ein endloses Ende. Okay. Ram, barababam, bam, barabam, bam, barababam. Düdel, 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 düdel. Ah, ja. Kachinga, Kachanga. So, dap, 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 dap. Jetzt müssen wir darauf, oder wie? Nein, darauf. Wir sollten Servus. So, das ist also der Augenblick der Wahrheit. Wir haben den Navigationsprozessor von Liberty Prime mit seinen Gefechtskoordinaten programmiert. Sobald er seinen eigenen Strom erzeugt, macht er sich direkt auf in Richtung Institut. Ältester Max möchte, dass du ihm folgst und dafür sorgst, dass er das CIT in einem Stück erreicht. Ich habe jedes Kabel und jede Schraube des großen Kerls überprüft. Wir müssen nur noch den Beschleuniger anschließen, Primes Reaktor starten und die Daumen drücken. Na dann, wird es lange dauern, sarkastisch. Wir brauchen kein Glück. Kurzer Krieg. Ja. Wird es lange dauern? Die Reaktion sollte augenblicklich erfolgen. Er wird sich innerhalb weniger Sekunden selbstständig bewegen können.
Ich habe es mit Ältester Maxon besprochen. Und wir sind der Meinung, dass du die Ehre haben solltest, Liberty Prime anzuwerfen. Steck einfach den Beryllium-Beschleuniger in seinen Reaktorsockel. Anschließend drückst du hier unten den Übertragungsknopf. Viel Glück, Paladin. Ad Victoriam. Ja. Amen. So. Das heißt, wir müssen hier rauf. Ist, glaube ich, eh wurscht, wo, welche Seite, oder? Da-ra-ram, ba-ra-ra-ram. Hallo. So? Nein. Da. Na, supi. Das ist ja mal ein Gerüst, ne? So, großer Freund. Dann steckt man das mal rein, ne? Wusch. So. Deckel zu. Brav. Und wieder runter. Wah. So. Ja. Gut, den Sprung haben wir überlebt. Sehr gut. So, dann drücken wir mal das Knopfchen, ne? Fusionskern reinitialisiert. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Mhm. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Mission: Vernichtung sämtlicher chinesischer Kommunisten. Wahrscheinlichkeit eines chinesischen Siegs unmöglich. Bruderkraft, salutiert! Ich gebe mich zu Zielkoordinaten. Freiheit ist das oberste Recht eines jeden Amerikaners. Demokratie. Kannst du mich tragen? Kann ich mich jetzt porten? Ich denke, das wird nicht so schlau sein. Ne? Ich sollte ihm jetzt echt hinterherlaufen. Na gut. Nimm mich mit, ich will nicht laufen. Ich kann ja auch von deiner Schulter aus schießen. Und ein so ein Kerl, der da soll jetzt da... Ah. Der Knast aber schon ein bisschen, ne? Strengsing besiegen wir jetzt das Institut mit ihren eigenen Waffen sozusagen, ne? Ein Riesenroboter. Ja, Beifuß. Ja, bist ein feiner Roboter. Ja, brav. Da, 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 da. 3 Stunden später. Da, 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 da. Wohin? So, Riesentrum. Baum. 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 Oh. Ist er das oder schießt er ein Sünd? Ein Sünd schießt. Riff ich was? Jo. Hallo. Na, mein Freund? Bitteschön. Oh. Oh, wie jetzt? Ich lad mal nach. Baum, baum, bada, ba, bam, badam, ba, baum. Hallo. Wir müssen den echt begleiten. Jo. Und jetzt, hä? Ah. Autsch. Okay. So geht's auch. Ich glaube, er hat eine Bombe geschmissen. Jo, geht auch, ne? Was? Da vorne ist noch einer? Überlandreise zum Ziel beeinträchtigt. Was darf die praktische Bewertung? Wo ist er denn? Überarbeitete Strategie eingeleitet. Wassertransitprotokoll aktiviert.
Wahrscheinlichkeit einer Missionsbehinderung 0%. Etta, ist mit dir alles okay? Demokratie ist Wahrheit. Kommunismus ist tot. Anchorage. Gehst du jetzt übers Wasser, oder was? Nimm mich doch mit. Komm denn niemals nach. Wo ich mich porten soll? Na, nachlaufen. Schade. Ist es an? Spot ist an. Ja, ich sage, der ist viel schneller als ich. Ah, ich höre die Bruderschaft, glaube ich. Die fliegen da gerade mit dir, die Hubschrauber. Na toll. Da komme ich echt gut voran. Der Kommunismus ist eine Lüge. Ja, ja. Down, bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Ich verfolge den jetzt einfach irgendwie. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn dann wieder einholen, wenn wir wieder festen Boden unter den Füßen haben. Also trockenen Boden, so muss ich sagen. Fest ist er sowieso, sonst wird mir ins Endlose fallen. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, da vorne ist er, ne? Alter, er wird angeschossen. Er hat's kaputt gemacht. Er hat's kaputt gemacht. Einfach so, kawusch. Alter. Wow. So, der ist erledigt. Ich bin Optimus Prime und ich will ausschauen wie ein... Der Sieg ist wie gesichert. Oh, hoffentlich. Ich will ausschauen wie ein LKW. So. Wie ein Truck. Ach, mein großer Freund. Aha, da ist die Siedlung. Okay. Amerikanische Verlustdenkmal erkannt. Ah ja. Patriotismus Subroutine aktiviert. Die Gefallenen zu ehren ist Pflicht jedes wahren Amerikaners. Jawohl. Ja. Bam. 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 Ja, da war kleine Füße im Vergleich, ne, zu seiner Körpergröße. Wo sind denn deine Zehen? Hast du keine Zehen? Das ist überflüssig. Ach so. Was? Es blitzelt schon wieder. Wow. So, der muss weg. Das hast du fein gemacht. Da fliegt ein Funke. Freiheit ist das oberste Recht eines jeden Amerikaners. Jawohl. So, schon langsam geht mir die Munition aus. Wohin? Wieder alle nachlaufen, ne? Luftunterstützung und so weiter und so fort. Der Kommunist. Hä, was wird denn davon geballert? Ah, Supermutanten. Starke taktische Bewertung. Rot-chinesische Präsenz. Ah? Behemoth, ah ja. Huch, ich habe wieder einen von der Bruderschaft erwischt.
Was rennst du vorn rüber, wenn du eh merkst, ich schieße, du Idiot? Na, der ist sicher noch in der Ausbildung. Da ist ein Hubschrauber abgestürzt. Du. 30 Jahre später. Noch ein Behemoth. Stelle das Feuer an. Nachladen. Ja, ich bin nicht wieder überladen. Wirst du sehen. Ein Hinterhalt. Auswärmen. Wow. Raider-Veteran. Alter, ich will den umhauen. Scanner arbeiten mit 100% Effektivität. Gegnerische Präsenz erfasst. Angriff. Okay, da hat's Bumm gemacht. Das war's mit... Oh, oh, Auto. Ihr Idioten. Ja. Brutal, Radiumgewehr. Plus 25 Schaden und Körperteilschaden. Jedoch höherer Rückstoß. Aha, ja. Schön. Ah, ich bin überladen. Da. Rollt sie wieder? Ja, ich glaube. Da, komm mal bitte her. Aber ganz langsam. Die ist, glaube ich, traurig. Bitte hilf mir schleppen. Bitte, ja. Ich muss so schwer schleppen. Warte. Achso, Waffen habe ich gar nicht so viel. Ich soll vielleicht aufhören, den Schrott zu sammeln. Boah, sie kann echt schleppen, ne? Die Äther kann echt verdammt gut schleppen. So, ich danke dir. Ich eile, mein Freund. Da. Demokratie ist die Freiheit. Kommunismus ist Tyrannei. Ja. So. Wie weit ist es noch? Achso, der biegt ein. Entschuldigung. Positionierung eingeleitet. Ort, das Commonwealth von Massachusetts. Geburtsort der Freiheit Amerikas. Ich glaube, der ist kaputt. Sind wir bald da? Wie weit ist es noch? Anchorage wird befreit. Die können sich nicht vor uns verstecken. Alter, da vorne geht's ab, ne? Wow. Alter. Ah, Herr Max. Ich hoffe, ich erwische noch irgendwas. Wow. Entschuldigung, ich habe sein Bein angeschossen. Hast du mich mit dem Verteidigen? Okay. Das ist so schlau, da rumzustehen. Scanne Verteidigung. Okay, er scannt den Bereich, ob hier noch Gegner sind. Wahrscheinlich
Ergebnis negativ. Aha, da ist auch noch jemand. Da oben ist Asche kaputt. Der ist auch erledigt. Der ist erledigt. Du bist auch erledigt. Du bist auch erledigt. Und Kommunismus. Taktische Beurteilung, Anlage zerstören und Demokratie wiederherstellen. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Warte kurz. Warte kurz, Hilfsmittelchen. Etwas zum Essen oder so. Oder zum Trinken, jetzt wurscht was. Puh, nehmen wir die Eier. Na, das passt nicht gut. Setz mir das richtig schön falsch an. Nuka-Cola. Ich habe nichts mehr zum Essen? Das geht? Lego anbissen, das haben wir mal runter. Jo. Begeben Sie sich bitte in einen sicheren Abstand. Werden Sie demokratisch. Und jetzt? Sonst werden Sie vernichtet. Jawohl. Oh. Die Eltern natürlich. Oh, was ist das? Oh. Meine Beine sind kaputt. Meine Eltern, es tut mir leid. Oh. Zerstört. Einleitung von. Jawohl. 7, 3, 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Und jetzt, ha? Rein. Okay. So, jetzt sind wir drin. So, lala. Ad Victoriam. Haben wir erreicht, jawohl. Also Errungenschaft bei Steam. Die Mission verläuft nach Servus. Plan, Paladin. Gute Arbeit. Unser nächstes Ziel ist der Reaktor. Falls sie etwas aufzuhalten versucht, egal ob Mensch oder Maschine, befehle ich ihnen, es zu vernichten. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, werden Sie das hier brauchen. Das ist eine Fusionsimpulsladung. Bringen Sie sie am Reaktor an, dann kann sie aus sicherer Entfernung gezündet werden. Das wird mehr als ausreichend sein, um das Institut vollständig auszulöschen. Ingram, Sie bleiben hier und teleportieren uns raus, sobald der Job erledigt ist. Sorgen Sie dafür, dass das Ding funktioniert. Jawohl. Dann gehen wir's an. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Teleporter funktioniert. Jawohl. So, dann müssen wir hier rein, ne? So. Ach du Heilige. Das ist das Institut. Ich bin überrascht. Mehr von Ihnen erwartet. Geht da noch was? Das geht echt noch. Okay. Gute Qualität. Na, verdrückt. Entschuldigung. So. Geschafft. Jawohl, Turmsteuerung. Können wir eigentlich deaktivieren. Weg mit du, weg mit du, weg mit du, du blöde Kuh, weg mit du, stirb endlich weg. So, geht ja. Oh, es leckt gerade. Entschuldigung. Hä? Ja.
Autsch. Du Kerl da unten, ne? So, weg mit dir. Wo ist der Nächste? Sündsoldat. Ist er hin? Ich hoffe. Bereitschaft aufgehoben. So. Ich hab keine Ahnung. Au. So, Caputo. Hä? Wo? Au, au, au. Wo schießt denn du? Okay, ich bin noch nicht erledigt. Boah, jetzt muss ich dann bald eine neue Waffe wählen, ne? Hallo, nachladen? Irgendwie geht's nicht. Ach so. Entschuldigung. Jetzt. Ich habe mich wieder. Ich habe aus Versehen die F-Taste gedrückt. So. Okay, da ist nix. Es bringt nichts, sich zu verstecken. Da ist auch nichts. Durchhüpfen kann man da auch nicht. Was ist da? So. 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 Da. Also. Jawohl. Deaktivieren. Sehr gut. So. Was haben wir da? Prototypen-Sequenz aktivieren. Na, bitte nicht. Robotik-Terminal. Lassen wir das lieber. Ja, ja. Und so. Na, da treffe ich gar nichts. Jetzt. War das etwas an Paladin, der uns seltsam war? Du weißt schon, irgendwie schräg. Ja, sehr schräg. Seltsam. So. Hä? Ich dachte, er versteckt sich gerade. Was bist denn du? Ach so, ein Dingensroboter. Das wäre echt cool, wenn wir den für uns nutzen könnten. So, was haben wir da? Heureka. Ein Fusionskern, den nehmen wir gerne mit. Der mit seiner Powerrüstung, ne? Boom. So, was haben wir da? Nix Gescheites. Da hinten. Splittergranaten. Aha. So, dann hier rein. Biowissenschaft. Ba, ba, ba. So, da ist nichts drin. Wow, okay, das ist erhalten geblieben. Da draußen ist was. Überwachung. Ungezügelte Technologie. Was war das? Ist da jemand anwesend? Au! Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Moment, ist das ein Gorilla hinter mir? Ja, theoretisch. Na, das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich... Nein, ich wollte ein Skin-Paket. Gorilla kaputt, kaputt. Du auch kaputt. Na, kaputt. Ich höre schon den ganzen... Du auch kaputt. Dann wieder nachladen. Drüben ist einer gleich kaputt. So. Fertig? Was zum Teufel? Was war das? Hier, hier bei mir.
geschafft. So. Und hier durch. Fatih, sag ich schon. Sohnemann, wir sind da. Wir machen dich kaputt. Es tut mir leid, in diesem Fall geht's halt anders. Wow. Jawohl, wupp, Level up erreicht. Da draußen ist was. Ziel entdeckt. Reicht sicher. So. Da draußen ist was. Hä? Wo schießt denn da wer? Oh, hallo. So, der muss weg. Der muss weg. Dann. Du musst weg. Dann. Da drüben haben wir noch so einen Gradler. Da wo ist er hin? Da. Der muss weg. Legendär und mutiert. Aha. Der ist auch weg. So. Mission erfüllt. So. Wir haben den Reaktor gefunden. Er ist über die Abteilung fortschrittliche Systeme zu erreichen. Nur kommst du da nicht hin. Komisch. Die Überbrückung der Sicherheit muss vom Terminal des Direktors aus erfolgen. Du musst in sein Quartier eindringen. Hm. Na dann. Jawohl. Ja, super. Dann haben wir nochmal nach. Ein paar Schuss haben wir noch mit der Waffe. Da muss ich auf die andere wechseln. Hui. Wo geht's da jetzt raus? Hier. So. Mach. Obwohl, geht ja. So, und gehen wir. Jö. Und wo ist jetzt dieses Teil? Ah, oben, passt schon. Da. Ich hatte nicht damit gerechnet, dich wieder zu. Es tut mir leid, Fatih. Notfall. Aktivieren Evakuierungsprotokoll, so und so. Sündabschaltung. Überbrückung, Master-Sicherheitsabregelung. Passt. Du möchtest sicher den Reaktor sehen. Wir haben ihn ohne dich zum Laufen gebracht. Mei. Ja, ich muss mal kurz weg. Der Weg zum Reaktor sollte ich halte es nicht aus, jetzt stirbt mein Sohn, ey. Und ich habe gute Neuigkeiten. Verstärkung ist eingetroffen. Psst, ich muss da noch mit. Mein Sohn. All unsere Arbeit zerstört. Es gibt nichts weiter zu sagen. Schmerzen? Eine Alternative, tut mir leid. Wir sehen uns in der Hölle. Ich wünschte, eine Alternative. Es gibt einen anderen Weg. Das hast du verhindert. Für das Commonwealth gibt es jetzt nur noch ein Schicksal. Tut mir leid. Wir laden das alles nochmal neu und dann, mein Sohn, bin ich an deiner Seite, wie es sich für eine gute Mami gehören tut. Oder gute Mama? Naja. Sagen wir so, für meine Vorsätze. Wo bin ich da? Was mache ich da? Das ist verkehrt, ne? Da sollte ich nicht raus. Hier. Boah, das ist hart. Einen Feind entdeckt. So. Es ist echt eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Nicht möglich. Ja, und wie komm ich jetzt da rauf? Arschkopf. Elendiger. Kannst du das nicht früher sagen? Boah, ey.
was soll's. Dann halt wieder rauf, da müssen wir eben so weiterkommen. Ja, ist wieder klar. Karte haben wir hier keine, ne? Nö. So, sind wir fertig? Passt. Kann ich hier raus? Das klemmt. Ja, dann muss ich hier raus. Sensor meldet feindliche Präsenz. So. Und jetzt. Da bin ich, glaube ich, verkehrt. Jupp. So. Da sind wir richtig. Nix wie rein. So. Was war das? Darum habe ich mich zuerst für dieses Übel quasi hier entschieden. Damit. Was? Ups, Entschuldigung. Das war keine Absicht. So, Institutreaktor. Bald haben wir es geschafft. Dann können wir nämlich im nächsten Part, wenn es sich hier noch ausgehen sollte, mit ein bisschen Überlänge vielleicht. Machen wir das schnell. Jawohl. Präzise. Ja. Wenn ich das anfinde, das Zeug. So, vielleicht hier. So. Waffen entsichern. Zum Reaktor. Da schaut's aus, ne? So, jetzt sind wir beim Reaktor. Und irgendwie. Oh, okay, ich muss mich mal heilen. So. Ja, und wo muss ich da jetzt hin? Darunter vielleicht? Ach so, okay. Dann vielleicht drauf. Ah, hier. Passt. Und jetzt? Ja. Sprich mit ältesten Maxen. Oh. War das richtig? Wir sind hier fertig. Dr. Ingram, teleportieren Sie uns raus. Tut mir leid, Ältester. Ich würde ja gerne, aber da ist dieses Kind aufgetaucht. Er behauptet, der Sohn des Paladins zu sein, Sir. Och nein. Och Mensch. Geh's weg. Bitte, Mama, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Gut. Komm mit mir. Ich nehme dich mit. Wirklich? Meinst du das ernst? Glaubst du mir nicht? Los geht's. Ich meine es ernst. Wenn ich's mir überlege... Ja, na, komm mit. Komm, verschwinden wir von hier. Ich bin froh, dass du da warst, um mich zu retten. Oh Gott. Okay, dann auf geht's. Dann mal los. Sieht alles gut aus. Das System ist aktiv, es kann also losgehen, sobald du bereit bist. Auf ja, jeden Fall. Auf geht's. Verschwinden wir von hier. Alles klar, Paladin. Ich schicke dich und Ältester Maxen direkt zum Ort für die Zündung. Und ich schaue, dass der Junge was zum Anziehen hat und sicher zum Flughafen kommt. Wenn der Reaktor hochgeht, wird von dem Laden nur ein rauchender Krater voller Trümmer übrig bleiben.
Dürfte ein ziemliches Spektakel werden. Scheint, als wärst du hier fertig, Paladin. Ja. Ich bin bereit. Verschwinden wir von hier. Ja, machen wir. So. So, und jetzt? Wie steht da? Hallo? Aha, hüpfen. Okay. Oder einfach warten. Warten wahrscheinlich eher so. So, dann sprengen wir mal das Institut in die Luft, ne? Sicher, dass wir außerhalb des Wirkungsbereichs sein werden. Drücken Sie diesen. Nur unseren Feind vernichten, sondern auch Ordnung und Anstand im Commonwealth wiederherstellen. Es ist an der Zeit, Paladin. Das Institut und seine Synth-Ausgeburten müssen ausgelöscht werden. Das war's mit dem Institut. Das war's mit dem Institut. Buh. Ich war jetzt ein kleines bisschen Überlänge. Ich will jetzt die Paladin-Schichtel beenden. Die Hitze. Die Wucht. Die Strahlung. Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. So, damit hätten wir... Ja, damit sind wir bei der Bürgerschaft, ne? Sie haben außergewöhnliche Arbeit geleistet, Paladin. Ohne Ihren immensen Einsatz für unsere Sache wäre dieser Sieg niemals möglich gewesen. Also haben wir gewonnen. Witz, für das Commonwealth, nicht für die Bruderschaft. Also haben wir gewonnen. Ganz richtig, Schwester. Das Institut wurde vom Antlitz der Erde getilgt. Es ist an der Zeit, diese Kapitel des Commonwealths zu schließen und ein neues zu beginnen. Was meinst du damit? Sarkastisch, ran ans Werk, wir haben genug getan. Was meinst du damit? Ich meine, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, wenn wir dem Commonwealth und seinen Bewohnern echte Sicherheit bringen wollen. Aber jetzt ist weder die Zeit noch der Ort, das zu besprechen. Kehren Sie zur Pridwen zurück, dann können wir entscheiden, was zu tun ist. Okay. Dann kehren wir mal zurück. Ich bin gerade überlegen, den Part zu beenden. Ja, ich port mich mal hin. Machen wir so. Ja, und wupp. Wir haben Level Up erreicht. Etta, lass mich mal kurz vorbei. Wir müssen mit dem ältesten Maxton widersprechen. Maxton. Und ich hoffe sehr, dass, wie soll ich sagen, dass wir jetzt dann nur noch ein paar Quests haben für die Bruderschaft, damit wir beim Institut weitermachen können. So. Herr Maxton, bist du oben oder bist du... Ah, da vorne. Es freut mich, dass Sie zurückgekehrt sind, Paladin. Captain Kells und ich wollen Sie sprechen. Captain Kells. Wie ältester Maxton sicher schon erklärt hat, ist die Zerstörung des Instituts nur der erste Schritt unseres Einsatzes im Commonwealth. Es gibt noch immer Supermutanten und wilde Ghule, um die wir uns kümmern müssen. Sowie alle Synths, die der Explosion entkommen sind. Wir hoffen, dass du weiterhin in der Bruderschaft dienst und uns dabei hilfst, diese Bedrohungen zu eliminieren. Jawohl.
restliche Sünds. Ich werde jetzt nicht aufhören. Natürlich, genug gekämpft. Natürlich. Sehr gut, Paladin. Angesichts Ihrer Erfolge sind Captain Kells und ich der Meinung, dass Ihre Dienste eine ganz besondere Anerkennung verdienen. Damit befördere ich Sie hiermit mit großer Freude und höchstem Respekt in den Rang eines Wächters. Dies ist die höchste Ehre, die einem Soldaten der Bruderschaft zuteil werden kann. Aber wir beide sind der festen Überzeugung, dass Sie das verdient haben. Zusätzlich möchte ich dir diese Jetpack-Modifikation für deine Power-Rüstung überreichen. Die Bruderschaft verfügt nur über wenige dieser Geräte. Aber wir sind der Meinung, dass dir eines davon zusteht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu dienen. Oh, danke, du Schnuckiputz. Wächter sprachlos. Vielen Dank. Jo, danke. Es ist mir eine große Ehre. Die Ehre ist ganz unsererseits. Also, Wächter. Zum ersten Mal, seit wir uns kennen, habe ich keine Befehle für Sie. Von jetzt an entscheiden Sie selbst, welche Missionen Sie antreten und wie Sie uns führen werden. Captain Kells und das Personal des Polizeireviers Cambridge haben noch immer zahlreiche Missionen für Sie. Jetzt liegt es an Ihnen, wie es weitergeht. Ad Victoriam. Jawohl. Wächter. Ad Victoriam. Jawohl. Lol, ich hätte das noch anschließen können. Ich werde das auch machen. Ich werde das noch anschließen tun, weil wir werden jetzt, in die Zeit zurückreisen, bevor wir die Bruderschaft hier begonnen haben und werden uns dem Institut widmen. Na gut, ihr Lieben, ich werde jetzt ausnahmsweise den Part nochmal beenden. Und werde eben, wie gesagt, den letzten Part mit dem kurzen hier jetzt verknüpfen und verbinden zu einem großen Ganzen. So, dann haben wir die Bruderschaft schön abgeschlossen und können uns dann dem Institut widmen. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder aufrichtigst fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!